So, ihr Lieben, der Keller ist geöffnet und wir holen uns heute die Schaufel, denn wir wollen ja zusammen mit der Ätna den Schatz aus und das Beet für die Oberen umgraben. Und da unten gab es ja noch ein bisschen mehr, das gucken wir uns gleich in Ruhe an, aber erstmal die Schaufel. Eine Schaufel? Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Wunderbar. Und jetzt sage ich mal an der Stelle, ich habe das Ganze 150 Mal probiert aufzunehmen bis hierhin. Denn hier ist alles buggy, die Soundeinstellungen ändern sich, werden überschrieben, wenn man von einem Raum in den nächsten geht. Die Schaufel kann ich manchmal nehmen, kann ich manchmal nicht nehmen. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das ist echt nicht gut programmiert hier. Okay, ich hoffe, dass es keine Probleme gibt. Wir machen einfach mal weiter. Den Presslufthammer nehme ich auch mit. Und dann gucken wir mal, was es hier noch so alles gibt. Der Ofen. Den können wir anschauen. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Na gut, aber sonst können wir nicht viel machen. Der wird wohl erst später wichtig. Konservendosen. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Ja gut, dann lassen wir das lieber. Aber wir gucken mal, was es für Dosen sind. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Lecker, toll. Jo, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal zu Ätna. Der Schatz, der interessiert jetzt am meisten. Okay. Gut, und trotz gefühlter 150 Neustarts der Folge bin ich noch nie so weit gekommen wie jetzt. Also, das, was jetzt kommt, ist schon wieder Neuland für mich. Okay. So, ich würde sagen, wir reden mal mit der Ätna. Hey Lilly, was gibt's Neues? Ja, nix, ne? Okay. Dann würde ich sagen, was wir auch noch nicht gemacht haben, wir schauen einfach mal die Ätna an. Vielleicht gibt es einen schönen Kommentar. Ätna war Lillys beste Freundin. Ach, wie schön. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Ja, das ist wahre Freundschaft. Genau. Okay. Nehmen wir die Schaufel und graben doch mal, oder? Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. Wunderbar. So machten sich Ätna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Lilly machte sich daran, nicht Ätna, bitte, ja? Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Ist das nicht eine Bombe? Ja, dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Ach, du Schreck. Ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los! Lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ist nicht wahr, oder? Eine Fliegerbombe, oh nein. Wir gucken sie erstmal an. Eine echte Schatzkiste. Ja. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Normalerweise verschlagen ja andere Leute ihr die Sprache. Jetzt ist es mal die Bombe. Okay, können wir die nehmen? So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Ich soll doch nicht etwa, oder? Nee, oder? Ist nicht euer Ernst? Echt jetzt? Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Oh nein. Nein, nein, nein. Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Bin beruhigt. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Genau. Ach du Schreck. Können wir das Ding mit dem Wollknäuel irgendwie an die Ringschaukel, Reifenschaukel binden? Nein. Zu kompliziert. Wir probieren es mal so. So wird das nichts. Wir brauchen ein Werkzeug mit etwas mehr Wumms. Die Schaufel? Ja. Yippie, du hast es geschafft. Und was ist das jetzt für ein Ding? Oh nein. Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja,
Wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Ja. Aber die Bombe, nee, die explodiert nicht, ne? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Oh. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort! Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Ja. Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Wie ich die Frau hasse, das ist echt unglaublich. Oh Mann. Ich frage mich auch, ob das hier wirklich eine Klosterschule ist oder eine Irrenanstalt. Ich glaube, wir sind schon wieder in der Irrenanstalt gelandet. So, Katze füttern. Topfpflanze. Die erinnert mich doch ein bisschen was. Und ich habe das Gefühl, dass ich an Dennett gut vorbeikomme. Wir gucken uns die mal an. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Na toll. Aber hier steht doch eine Dose rum, oder? Essenslift, Katzenfutter. Na ging doch. Hat mir die Pflanze nichts getan. Alles gut. Ist doch mal eine einfache Geschichte hier. Da ist sogar ein Napf. Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Ja. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Oh nein. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Dr. Marcel? Das kapiere ich Lilly jetzt nicht ganz. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt.
Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly, du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ich finde das nicht gut, dass der jetzt wieder auftaucht. Ich habe gedacht, wir wären ihn ein für alle Mal los. Aber gut, jetzt müssen wir erst den Garrett irgendwie loswerden und dann... Ach, ich weiß ja nicht. Mal gucken, was hier passiert. Ein Stück Kissen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Oje. Irgendwas kann jeder. Hier ist aber sonst nichts. Da geht's raus. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Und? Kommst du voran? Okay, was haben wir denn hier? Garrett? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Okay. Und Dr. Marcel? Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse. Tüdelü. Dialog beenden. Ja, wunderbar. Das wird ja spaßig. Was haben wir denn hier? Chai und Zuka. Lilly hatte Chai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Nein. Darum schlich Lilly jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Und was ist mit Zuka? Zuka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lilly wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Zuka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lilly es in letzter Sekunde bleiben lassen. Okay, dann werde ich mal mit den beiden reden, oder? Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Pononoke! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Was ist los? Okay, die sind ja auch durch. Haarnadel. Oh, was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi-Niyoki-Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein, mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri, Shing. Und überhaupt, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt. Na. Oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen. Und du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayusos Sprengzünden im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Miyoroshi Glitzerschein! Das tue ich mir nicht noch einmal an. Oh je, Anime Girls. Ich kann mit dieser Welt nicht viel anfangen. Aber gut. Eine Hilfe sind es mir jetzt nicht. Die Haarnadel brauche ich wahrscheinlich irgendwann. Ich wüsste nicht wofür. Aber ich gehe mal lieber weiter. Das war wohl Garrett. Da war Garrett ja schon. Ja. Lilly beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Echt jetzt?
Na gut. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly. Wie war's bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hack nicht so auf ihr rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Mann, traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Oh je. Aha, ich wusste es. Ein Rezept von der Oberin. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Das ist echt fies. Also ich krieg richtig Mitleid mit der Lilly. In die Kantine brauchen wir jetzt nicht mehr, das hat sich erledigt. Zum Brunnen müssen wir jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal dem Garrett hinterher. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Naja, wir haben einen Frank. Das ist ja auch schon mal was. Steinplatten, die gucken wir uns an. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Ja, okay. Beichtstuhl. Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanzecho im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanzecho im Fußboden ist, da kann auch der Hohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billardsalon. Ja, für letzteres. Unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht. Was treiben Tempelritter in einem Billardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Ja. Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Lüften. Ja, haben wir doch. Haben wir doch, der Presslufthammer. Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Na gut, okay. Kirchenverschwörung, das interessiert mich jetzt mehr. Es tut mir leid, Lilly, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Okay, die Bodenplatten. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung
am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Ja, ganz bestimmt. Der Typ ist ja auch besessen von seiner Idee. Aber seine Lösung haben wir, oder? Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Ja, mach mal. Oh nein. Ach. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Ja, dann gehen wir doch mal lieber weg. Ich sehe den nächsten Toten hier schon. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Dann gehen wir doch mal raus. Ich will nicht Zeuge sein, wenn dieses Kreuz hier umkippt. Nee. Aber wir wissen jetzt zumindest. Beichtstuhltür. Aha. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Ja. Okay, das sind noch ein paar Sachen. Eine Halterung. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Wir nehmen ja das Brett. Vielleicht geht das ja als Riegel irgendwie durch. Eine Abhörkammer. Ja, das haben wir mittlerweile verstanden. Okay. Dann gehen wir nochmal in die Kapelle. Nee, ich guck nochmal. Vielleicht ist Garrett ja doch zurück, wenn ich in den Beistuhl reingehe. Verdammt, ja. Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Alles klar. Ach, was soll's. Hab's verstanden. Wir müssen irgendwie erstmal den Frank dazu bekommen, dass er aufhört. Oder das Kreuz dazu bekommen, dass es umfällt. Dann hört Frank ja auch auf. Und dann können wir in den Beichtstuhl gehen. Dann kommt der Garrett wieder. Und dann können wir ihn irgendwie einsperren. So. Wir gehen mal raus. Kann ich jetzt irgendwas mit diesen Murmeln machen? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Okay. Dann bin ich jetzt im Moment hier nicht richtig, würde ich sagen. Also, wir müssen ihn irgendwie mit dem Kreuz erschlagen, würde ich sagen. Dann gehe ich doch mal in die Kantine. Oh nein. Die Oberin Ignaz. Bananen, Kokosnüsse, kann man sich da bedienen oder gibt das Ärger? Oh, es geht sogar. In der Tat. Lilly hatte sich bereits mehr an der Obstbar bedient als ihr Zustand. Lilly nahm sich vor, sich später selbst dafür zu bestrafen. Alles klar. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Und Kokosnüsse? Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Na gut, haben wir noch was? Wir haben noch Äpfel. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Jawohl. So, das war's aber. Eine freie Fläche.
Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Ja, wunderbar. Was haben wir denn? Hier haben wir nichts, keine Notizen. Rede mal mit ihr. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ja, gute Empfehlung. Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Aha. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Oh nein, die Alte. Die hasst ja Menschen, das gibt's ja echt nicht nochmal. Hallo Doris. Was ist mit dir? Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Schön. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Okay. Zweitbeste Freundin. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Oh nein. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Super gut. Einweggläser. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Okay, jetzt haben wir doch ein paar Probleme auf einmal. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt also ein paar Aufgaben hier gerade abbekommen. Ich glaube, wir müssen das Messer besorgen, den Ofen anmachen. Wir brauchen das Rezept auf jeden Fall wieder. Dann müssen wir uns um das Thema Beichtstuhl und Garrett kümmern. Und der Frank muss auch irgendwie vom Kreuz erschlagen werden. Ich gucke mich jetzt noch einmal um. Hier geht es nämlich noch hoch. Hier geht es ins Treppenhaus. Da will ich einmal hin. Hier ist ein Ballon. Moment.
Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Tja, schade. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Zu gut. So, fröhliche Maske, traurige Maske. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Ednas Fußnägel, ring ding ding. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Okay, was ist mit der? Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt... Okay, das kürzen wir jetzt ab. Hast du das richtig? Na, so. Dann sparen wir uns die wütende Maske. Kronleuchterbefestigung. Da kommen wir an den Ballon ran. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Okay. Noch einmal zum Rundgang. Ich will das alles einmal noch sehen hier. Ah, hier waren wir doch schon mal. Okay. Das Büro. Na, da können wir doch eigentlich mal rein. Tollkirschen. Ah ja. Was denn hier? Quittungsspieß, den habe ich eben schon gesehen und gedacht, da müsste doch irgendwas... Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind. Mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt. Wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich... kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Die hasst nicht nur Kinder, die hasst Menschen. Okay. Jetzt gucken wir noch einmal schnell durch. Ein Haken. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Jawohl. Lumpi, was ist mit dir? Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Na gut. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Sehr gut. Okay, jetzt nehmen wir noch die Tollkirschen mit. Ja. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Hm. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Also, da müssen wir doch irgendwas mit den Tollkirschen machen, oder? Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Okay, also vieles, was es zu entdecken gibt. Eine Sache, die ich noch machen will, gucken, ob die anderen draußen sind. Ja, der Shawnee ist hier. Der Freeman ist da. Ist irgendjemand in den Keller gegangen? Nein. Okay, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal dann auch mit dem Shawnee irgendwie weiter. Oh, wir haben noch den Sprengzünder, den können wir noch nehmen.
Wunderbar. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Na gut, Leute, jetzt gucke ich auf die Uhr, sehe, wie die Zeit vergangen ist. Wir machen also jetzt hier mal Schluss für heute. Morgen geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch, nochmal einen netten Kommentar. Oder einen kleinen Tipp oder irgendwas, irgendeine Idee. Aber nichts verraten, nichts spoilern. Wenn ihr mir einen Tipp geben wollt, macht bitte ein Rätsel für mich draus, ne? Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Euer Matze.